Hey Leute, hier ist der Magic Bieber. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und nun geht's weiter mit Pflanzen gegen Zombies. Hier oben sehen wir haben eine neue Pflanze bekommen, wie eigentlich jedes Mal, wenn ich die Folge beende und anfange. Und die heißt Schlingtang, auch gerne Tangela Merkel genannt. Tangela Merkel, versteht ihr? Der wurde schon 10-mal gebracht, oder? Ja, und die zieht halt einen Zombie unter Wasser, das ist eine Wasserpflanze. Ach ja, da fällt mir ein. Leute, was wir mal machen sollten. Wir sollten die ganzen neuen Pflanzen mal analysieren lassen. Und die ganzen neuen Zombies. Auf ins Lexikon. Pflanzen. Also, was haben wir denn neu bekommen? Hier. Also. Das Seerosenblatt beschwert sich nie. Es interessiert sich auch nicht für seine Umwelt. Pflanze etwas auf ihm. Es wird keinen Piep sagen. Ob es wohl üble Ansichten oder schockierende Geheimnisse hat, niemand weiß es. Das Seerosenblatt behält immer alles für sich. Seht euch mal hier an. Die kleinen Augen. Saugen. Ein Matschkürbis. Ich bin bereit, brüllt Matschkürbis. Auf geht's, pflanz mich, ich bin der Beste, ich bin dein Mann. Nein, ich bin nicht schwul. Na los, worauf wartest du? Ich brauche das, ich brauche den Stoff, Meister, ich brauche den Stoff. Triplinator liebt Bücher, Backgommen und lange Ruhepausen im Park. Er geht gerne in Konzerte und steht besonders auf modernen Jazz. Ich suche immer noch nach einem Seelenverwandten, sagt er. Seine Lieblingszahl ist die 5. Meine ist die 7. Habt ihr auch eine? 7, die heilige Zahl. Ja, geil. Seelenverwandt? Naja, du hast da ein paar Auswüchse. Die sind auch ein bisschen verwandt mit dir. Vetternwirtschaft. Schlingtang, Tangela Merkel. Ich bin völlig unsichtbar. Ich bin ein Assassine, denkt er vor sich hin. Ich verstecke mich einfach unter Wasser und niemand sieht mich. Seine Freunde versichern ihm ständig das Gegenteil, aber er will es nicht einsehen. Tja, so läuft das. Ach nee, ich habe ja die Zombies vergessen. Wen haben wir denn neu? Ich weiß nicht, hatten wir den... Nein, wir waren hier. Schwimmreifen sind ziemlich abgefahrene Dinger. Damit kann nicht jeder Zombie umgehen. Einige geben dann doch lieber auf und verzichten auf Gehirne. Weil sie nicht da drin stecken und rumplanschen können. It's not logic. It's not logical oder so ähnlich. Zombies atmen nicht. Sie brauchen keine Luft. Warum braucht der Schnorchelzombie denn einen Schnorchel? Antwort: Gruppenzwang. Ja, nee, ist klar. Ist erst interessant, aber doch irgendwie unlogisch. Nicht wahr? Ditte und dann noch Ditte. Erbsenkanone, ich glaube schon, aber nein, aber doch, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, okay, ich nehme sie. Selbst das war geklaut. Ich bin so ein Arsch. So, let's go. Let's go, it's me, Mario. Um ein Thema von der letzten Session aufzugreifen, da wird jetzt die Tangela Merkel haben, die zieht einen Zombie unter Wasser. Ganz ehrlich, für mich persönlich ist das der schlimmste Tod, den es geben kann. Zu ertrinken. Wenn man so langsam keine Luft mehr hat und... das hasse ich. Also allein die Vorstellung daran. Ich bin nicht schon mal ertrunken, ich bin kein Schnorchelzombie, aber trotzdem. Das ist... Wow. Nein. Niemals. Dann würde ich lieber eine Giftkapsel schlucken oder so ähnlich, aber niemals ertrinken. Das ist für mich ganz ehrlich. Nein. Ich schwimme zwar gerne und so, also schwimmen mag ich ganz gerne, aber ertrinken ist nicht so mein Ding. Das überlasse ich lieber den Zombies. Da will ich euch auch mal fragen, was ist für euch eigentlich der schlimmste Tod? Ich weiß, es ist ein bisschen komisches Thema, aber trotzdem. Was wäre für euch am schlimmsten? Zerhäckselt zu werden oder so? Naja, ich weiß nicht. Was gibt's noch?
Er hängt. Nicht so eine tolle Vorstellung. Haha. Diese verdammten Kartoffelminen haben mir dabei das Leben gerettet. Also in-game. Nicht irgendwo anders. Das war nämlich... Den mache ich noch nicht weg, den Snowboard-Modus. Das war nämlich so, später gibt es auch richtig große und böse Zombies. Die kriegt man nicht so schnell down. Die haben, wenn man die hochsprengt, haben die noch ein Leben. Ich spreche von den schrecklichen Gargantuas. Das soll jetzt kein Spoiler sein. Die werden wir so oder so später nochmal im Unterricht durchnehmen. Und da wäre es nicht schlecht, wenn man die Kartoffelminen hat, weil die sind preiswert und die schlagen da mit allem Möglichen rauf und so weiter. Ich muss mich beeilen. Und sobald die da raufschlagen, explodieren die Dinger. Und das zieht ein halbes Leben von denen ab. Das ist stark. Das ist verdammt stark. Ach, wieder falsch gesetzt. Und ich kann euch da wirklich nur raten, die Dinger immer dabei zu haben. Die bringen es. Ganz ehrlich. Die bringen es. So, schön aufsammeln. Ich bin reich, ich bin reich. Den pflanze ich hier. Hier. Dann noch so einen hier. Den hier. Den hier. Den hier. Den hier. Ditter. Ja, ist schon alles geil, wie wir die fertig machen. Sterben fällt mir auch ein. Also ich will da jetzt nicht irgendwie schlechtes Karma oder so verbreiten, aber seid ihr gläubig? Also ich meine nur, ich bin persönlich bin Atheist, also ich habe keinen Glauben. Ungläubiger, nein, ich meine nur, weil für mich ist das immer ganz interessant zu wissen, warum zum Beispiel die Leute einen Glauben machen, also beim Glauben mitmachen, einen Glauben haben. Ich meine, bei den einen wird verboten, Schweinefleisch zu essen und so. Ich glaube, bei den Juden war das, oder? Und ich meine, wenn die nach solchen Einschränkungen leben, warum ist der Glaube dann so attraktiv? Warum machen die das dann? Und wirklich, da habe ich immer ganz doll Lust zu erfahren, wie das ist. Also, wenn unter euch Juden, Christen, Hindus oder Islamisten oder wie es... Ich weiß es jetzt nicht. Wenn da irgendjemand... Ja, wäre nicht schlecht, wenn man mir das sagt. Ha, 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 ha. Ach, die kriegen wir trotzdem klein wegen denen hier. Wallenüsschen. Die reißen schlechte Witze. Nein, nichts für ungut. Auch wenn Walle hier niemals zugucken wird, der... Ich meine... Oh. Entschuldigung. Es war nicht so gemeint. Ding dong. Oh, das muss Walle sein. Guten Tag, hier ist der Magic Beeper. Seit wann wissen die, wie man ein Telefon bedient? Das werden wir wohl niemals herausfinden. Die kriegen nämlich gerade durch die Leitung. Ja, wirklich. Die kriegen durch die Leitung. Das ist genau so ein sinnfreier Spruch wie übersehen über das WLAN-Kabel stolpern. Es ist fucking nochmal unsichtbar. Es ist drahtlos. Ach, wegen dem Drahtlosen habe ich ganz schön Probleme. Oder eben wegen dem Draht. Wenn ich nämlich mal ein bisschen ungezogen bin, ich bin nämlich nicht der Netteste,
dann schaltet mir mein Vater Internet aus. Ja, Internet. Weg. Für viele Leute ist Internet ein Muss. Für mich gibt es das nicht jeden Tag. Naja, es ist nicht so schön. Deswegen muss ich mal genau aufpassen, was ich sage. Also, ich erzähle das bloß nicht euren Eltern. Das ist nämlich eine ganz, ganz fiese Idee. Ich kann dann nämlich nicht auf YouTube gehen. Ursprünglich habe ich mir doch nur den Kanal angelegt, um LeFloid und all die anderen zu abonnieren. Dass ich da selbst mal Videos mache, das habe ich gar nicht geahnt. Ich hatte mir einfach irgendwann mal beim Toys R Us eine Nerf gekauft und dachte mir, mach's mal auf YouTube. Tja, meine Eltern waren da auch nicht sofort einverstanden, also. Oh, sieht euch an, wie viele Sonnen wir haben. Das ist ja geil. Vergiss es. Ich muss jetzt praktisch gar nichts mehr machen. Da kann ich ja auch weiterlesen. Hier haben wir so eine kleine Sachen, die Rubrik Fragen und Antworten. Wie lockt man zum Beispiel einen Jaguar an? Ich weiß, niemand ist wirklich scharf darauf, einen Jaguar im Haus zu haben. Ach, ich werde es auf mit Sammeln von den Dingern. Ich packe mir ab und zu noch einen Schlingtank hin und dann ist in Ordnung. Wie lockt man zum Beispiel einen Jaguar an? Das ist ganz einfach. Man muss einfach nur Obsession for Man, dieses Zeug da, dieses Deo. Das muss man einfach nur, dieses Zeug bei Frauen, das reine, wie erfolgreich Calvin Kleins Obsession for Man bei Frauen ist, ist reine Spekulation. Fakt ist, Jaguare finden das Parfüm unwiderstehlich. What the fuck? Biologen benutzen es deshalb als Lockmittel für Kamerafallen, mit denen sie die sonst so scheuen Tiere in freier Wildbahn beobachten. Ein weiterer Bonus, die bis zu 2,60 Meter langen Raubkatzen reiben sich an Zweigen, die mit Obsession for Man eingesprüht sind und hinterlassen wertvolle DNA-Spuren. Warum kommt der Duft so gut an? Obsession for Man enthält Vanillenoten, die Jaguare neugierig machen. Mhm. Für die ultimative Anziehungskraft sorgt die Zutat Cibeton, ein Analsekret der afrikanischen Zibetkatze, das seit Jahrhunderten in Parfüm verwendet wird. Forscher vermuten, dass Jaguare den Stoff für Reviermarkierung eines anderen Tieres halten und ist dann mit ihrem eigenen Duft über... Nein, ich hab's verpasst! Verdammt! Ich hab nicht zugesehen! Nein, das doch nicht! Du Sackgesicht! Du, sag du! Ich hasse dich! Das klingt... Hier haben wir auch mal so eine 7-Frage-Specials. 7 Fragen an das GIF. Also, warum wurden Hutmacher verrückt? Früher mussten Hutmacher damit rechnen, dass sie den Verstand verlieren. Im 18. Jahrhundert benutzten sie Quecksilber in Draht, um das Fell von Hutleder zu trennen. Dabei setzten sie sich dem Gift permanent aus. Das Quecksilber in Draht zerstört nach und nach Gehirnzellen. Die Folge? Zitterattacken und irrationales Verhalten. Der verrückte Hutmacher und Alice im Wunderland. Ich bin ein ganz großer Fan, Alice. Und der Hutmacher könnten sie zufälligerweise unterstreichen. Das wäre ganz, ganz toll. Und das finde ich gar nicht toll. Ich finde es.
So, und sonst so? Alles in Ordnung? Was? Ich hatte einen Wutanfall? Nein. Wie stellt man sich eigentlich tot? Naja. Wusstet ihr eigentlich, dass Schneewittchens Tiefschlaf keine Erfindung ist? Das ist wirklich möglich. Nur das wussten sie damals nicht. Das ist wirklich möglich. Außer das wieder jetzt. Man muss nämlich nur Kugelfischtoxine nehmen. Naja, das Problem ist, man würde verhungern in der Zeit, wenn man sich da nicht nochmal ordentlich durchfüttern lässt. Deswegen geht das auch nur so 3 Tage. Kaum verschwindet. Naja, also ohne ärztliche Versorgung wäre das nicht so toll. What the fuck? Ein Autoschlüssel. Keine neue Pflanze, ein Autoschlüssel. Ich hasse dich. Können wir den einpflanzen? Dann fährt er plötzlich so ein Auto lang und zerstört alle Zombies? Geil. Deppy Daves Autoschlüssel. Jetzt kannst du den Laden von Deppy Dave aussuchen. Okay, wir machen noch nicht Schluss. Wir wollen unbedingt den Deppy Dave Laden sehen. Willkommen zu Deppy Daves Grimmskrams Laden. Du hast meinen Autoschlüssel gefunden. Weißt du, was das bedeutet? Dass ich jetzt wegfahren kann. Dann kann ich nämlich abhauen. Dann kann ich nämlich das Haus weglassen. Dann kann ich verschwinden. Dann habe ich endlich meine Ruhe. Deppy Daves Grimmskrams Laden wird wieder geöffnet. Nein. What the fuck? Sieh dich ruhig um. Vielleicht findest du hier etwas, das dir gefällt. Na, okay. 9 Samenplätze. Poolreiniger. Rechen schalten den ersten Zombies aus der Auftritt. Drauftritt. Er hält 3 Levels. Pflanze Sonnenblumen mit Doppelsonnenblumen zu machen. Nicht schlecht, aber ich hole mir den Poolreiniger. Weil das wäre so, wenn die es rein theoretisch schaffen würden, das würden sie natürlich nie. Aber wenn es die, der Preise sind unglaublich schlecht. Wenn die Zombies es doch irgendwie schaffen würden, bis zum Ende zu kommen, bis zu den Rasenmähern, dann würde der Rasenmäher beim Pool einfach nur ins Wasser springen und dort explodieren. Der würde nicht die ganze Reihe wegmähen. Beim Poolreiniger, der zerstört dann die ganze Reihe. Und deswegen ist es eine gelungene Investition. Aha. Ja, Monokel aufsetzen, ja. Und dann diese komische Sprechweise, ne? Danke fürs Zusehen. Auch wenn ihr jetzt diesen verdammten Monokel-Typen, den ich übrigens nicht kenne, der ist meine... Ja, so ähnlich. So ähnlich bin ich auch. Das ist meine 3. Persönlichkeit. Meine 2. Naja, dieses wollte ich gar nicht wissen. Vielleicht in der nächsten Folge. Also dann, danke fürs Zusehen. Ciao.